Hallo zusammen, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit 15 Boostern der FIFA 365 Adrenalin XL 2020 Kollektion von Panini. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir heute nochmal in 15 Booster von Paninis aktueller FIFA 365 Adrenalin XL Kollektion reinschauen wollen. Da es zu dieser Kollektion ja auch hier auf dem Kanal inzwischen reichlich zu sehen gab, werden wir uns in diesem Video hauptsächlich auf die Special Cards konzentrieren. Denn auf die kommt es ja im Wesentlichen auch an, wenn man mit der Kollektion ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Kurzer Blick, welche Chancen wir da haben. Die Power-Ups in jedem vierten Päckchen, die Gold in jedem sechsten, die Multiple in jedem achten und eine Rare finden wir in jedem 25. Päckchen. Das wäre dann also richtig Glück, wenn wir heute eine dabei hätten bei 15 Boostern. So, und dann haben wir unsere erste Special Card mit einer Impact Signing Karte von Sensi von Inter Mailand. Und direkt im ersten Booster finden wir sogar eine zweite mit der Gold-Karte von Gonçalo Guedes vom portugiesischen Team. So, kurzer Blick noch schnell auf unsere Base-Karten, damit ihr die auch gesehen habt. Und dann machen wir direkt mit dem nächsten Booster weiter. Und dem Logo bzw. Wappen von Real Madrid als Special Card. Und in diesem Booster dann nur eine Special Karte. Denn der Rest sind alles Base Cards. Wir hoffen, dass das jetzt wieder besser wird. So, da haben wir Daily Blind als Fans Favorite Karte von Ajax Amsterdam. Und darunter haben wir dann auch wieder eine zweite Special Card, unsere erste Power-Up Karte mit der Defensive Rock Karte von David Luiz von Chelsea. So, dann haben wir noch unsere Base Cards zum Abschluss. Und kommen dann direkt zum nächsten Päckchen, in dem wir Abdou Diallo von Paris als Impact Signing Karte finden. Dann Cristiano Ronaldo bei den Base Cards dabei. Auch viele Dortmunder schon. Während wir bei den Special Cards noch gar nichts von einem deutschen Club hatten. Und das ändert sich jetzt direkt mit Alaba als Fans Favorite Karte von den Bayern. Und darunter unsere Base Cards. Zweimal Liverpool. Und wir kommen direkt zum nächsten Booster. Na, der will nicht so richtig. So, da finden wir Ekelenkamp von Ajax Amsterdam als Wonder Kid Karte. Die ja neu in dieser 2020er Kollektion und darunter Marquinhos als Goldkarte von Brasilien. Bleiben noch vier Base Cards, unter anderem mit Kylian Mbappé. Bevor wir dann mit dem nächsten Booster weitermachen. Und der Wonderkid-Karte von Valentino Lazaro Inter Mailand. Dann Karim Benzema als Power-Up Game Changer von Real Madrid. Und erneut Lucas Lima, den wir eben schon im Päckchen hatten, wie ihr hier schön sehen könnt. Ich merke gerade, wir rutschen leicht unten raus, von daher schieben wir mal ein bisschen. Und im nächsten Päckchen was völlig Neues mit Valentino Lazaro als Wonderkid. Und dann unsere Base-Karten hinten drauf.
So, da hoffe ich doch mal, dass wir jetzt auch noch was anderes finden. Ja, Quincy Promise hatten wir noch gar nicht. Als Impact Signing von Ajax Amsterdam. Aber auch hier wieder nur eine Basecard im Päckchen. Eine Special Card natürlich. Der Rest ist alles Basecards. So, im nächsten Päckchen finden wir Tolibo als Wonder Kid von Barcelona. Oh, und darunter ist was Umgedrehtes. Und schauen wir mal, ob das ein gutes Zeichen ist. Ah, es ist nur eine Multiple in Anführungszeichen, aber immerhin unsere erste Multiple mit Stones Laporte und Otamendi von Manchester City. Bei was Umgedrehten hat man ja immer die Hoffnung auf eine Rare Card. So, und unsere Base Cards zum Abschluss dieses Päckchens: Leon Goretzka von den Bayern. Im nächsten Päckchen finden wir den ewigen Gigi Gianluigi Buffon als Impact Signing von Juve. Und der Rest alles wieder Basecard, sehr Schalke-lastig. Und dann kommen wir zu den letzten drei Päckchen, wollte ich sagen, aber es sind tatsächlich noch vier. Umso besser. Noch mehr Aussichten auf tolle Special Cards. Woodburn macht den Anfang als Wonder Kid von Liverpool. So, mal schauen, was jetzt die umgedrehte Karte ist. Ist wieder eine Multiple und passend zu der Wonder Kid Karte haben wir hier die Multiple Karte von Liverpool mit Matip, Van Dijk und Gomez. Und dann bleiben noch vier restliche Base Cards. Mit Kingsley Coman von den Bayern zum Schluss. So, jetzt geht's aber an die letzten drei Päckchen. Und Anglieri von River Plate als Impact Signing macht da den Anfang. Und darunter finden wir die Power-Up Goalstopper-Karte von André Onana von Ajax. Und dann haben wir noch unsere vier Base-Cards. Mit Kevin De Bruyne von Manchester City zum Abschluss dieses Boosters. So, die letzten beiden. Und ihr merkt, es wird schon wieder eng auf dem Tisch. Na, der will nicht so richtig. So, jetzt aber, da haben wir das Wappen von Borussia Dortmund. Dann die Power-Up-Keyplayer-Karte von Jorginho von Chelsea. Und unsere vier Base-Cards. Mario Götze macht da den Anfang. Tolisso von den Bayern und Lemar von Atletico. Und jetzt wird es hier schon ein bisschen eng auf dem Bild. Gucken wir mal, was das letzte Päckchen noch so bringt. Ein Quincy Promise als Impact Signing, das ist ganz praktisch. Den können wir hier drüber legen. Und dann haben wir noch Coutinho als Goldkarte für Brasilien. Und unsere Basecards: Thomas Delaney Burgstaller, Longley und André Onana. Und damit sind wir dann durch. Machen das mal so hier zum Abschluss, sodass wir alle Special Cards am Schluss im Bild haben, auch wenn wir David Alaba da oben jetzt ein bisschen verdecken. Vom Ergebnis haben wir mit den 2 Multiple, 3 Gold und 4 Power-Up-Karten genau das getroffen, was Panini auf dem Booster vorhergesagt hat. Von daher glaube ich ein richtig gutes, wenn auch kein außergewöhnliches Ergebnis. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Freue mich da auf euer Feedback. Vergesst nicht, nochmal aufs Däumchen nach oben zu drücken, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und wenn ihr künftig nichts verpassen wollt, dann sichert euch das kostenlose Kanal-Abo, aktiviert die Glocke und ihr werdet über jedes neu erscheinende Video benachrichtigt. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.